Idee des Münster Peace Research Projects ist es, Münster als attraktiven Lebens- und Wissenschaftsstandort zu profilieren und auf Friedens- und Konfliktforschung zu setzen und dabei die Stärken zwischen Münster und Universität Münster zusammenzubringen. Wir sind besonders stolz darauf, dass wir mit unserem Friedensförderpreis exzellente Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler nach Münster holen können, die ja häufig in einer prekären Situation sind und so ihre Arbeit in Münster und am Standort Münster weiterführen können und auch hier vorstellen können. Die Idee ist, sowohl regional als auch international die Friedensforschung weiter voranzubringen. Wichtig war für uns am Anfang die Abstimmung mit allen externen und internen Partnern, mit dem Prorektorat für Internationalisierung und Transfer, mit den Vertreterinnen und Vertretern der Stadt, mit dem Friedensbüro, mit dem Wissenschaftsbüro und natürlich mit dem Exzellenzcluster Religion und Politik. Wer sich, wie wir das tun, mit Religion und Politik beschäftigt, kommt geradezu automatisch immer wieder auf die Problematik des Friedens. Die Religionen genießen einerseits den Ruf, sehr friedliebend zu sein, und das ist auch in Teilen richtig. Die Religionen haben aber auch eine andere Seite, die ziemlich unfriedlich ist, nämlich ihren Umgang mit den sogenannten Ungläubigen oder den Abweichlern in ihrer eigenen Religion. Wir haben ja hier in Münster zwei Symbole, den Friedenssaal und die Lambertikirche mit ihren grausamen Käfigen, die seit Jahrhunderten dort hängen. Und so haben wir eigentlich immer vor Augen, dass die Religionen eine friedliche und eine sehr unfriedliche Seite haben. Münster ist nicht nur Fahrradstadt und Wissenschaftsstadt, Münster ist auch die Stadt des westfälischen Friedens. Münster ist somit schon sehr lange dem Thema Frieden verbunden und unser Projekt, das Münster Peace Research Project, hat als Ziel, die Stadt Münster und die Universität Münster als internationalen Friedensforschungsstandort zu etablieren.